Herzlich willkommen zum Video von TuningBlock zum brandneuen Mercedes-AMG GT 63 SE Performance. Wir freuen uns, euch das neueste Topmodell der Baureihe vorstellen zu dürfen, das mit einem beeindruckenden Plug-in-Hybrid-Antrieb und einer Systemleistung von über 816 PS begeistert. Seit Mai 2024 ist der Verkauf dieses Supersportlers gestartet. Ihr könnt das Coupé ab 277.770 Euro bei den Vertriebspartnern oder online erwerben. Serienmäßig bietet der Wagen ein adaptives Fahrwerk mit semiaktiver Wankstabilisierung, eine aktive Hinterachslenkung und die AMG-Keramik-Hochleistungs-Verbundbremsanlage. Im Innenraum erwartet euch das AMG-Performance-Lenkrad in Leder-Nappa sowie AMG-Sportsitze, ebenfalls in Leder-Nappa in Schwarz gehalten. Dazu kommen das Parkpaket mit Rückfahrkamera, die Klimatisierungsautomatik, AMG-Zierelemente in Hochglanzschwarz und zahlreiche Assistenzsysteme, die das Fahrerlebnis noch komfortabler gestalten. Für alle, die ihren GT 63 SE Performance noch individueller gestalten möchten, gibt es eine Vielzahl an aufpreispflichtigen Optionen. Beispielsweise könnt ihr für 1.904 Euro Vornsitze mit umklappbaren Sitzlehnen hinzufügen oder für 1.071 Euro ein Panoramadach integrieren lassen. Ein Head-Up-Display steht für 1.078 Euro zur Verfügung, während das AMG-Carbon-Paket Exterieur mit 5.117 Euro zu Buche schlägt. Weitere Optionen umfassen das AMG-Night-Paket und das AMG-Chrom-Paket Exterieur, jeweils für 1.131 Euro. Eine exklusive Lackierung in Manufaktur Kupfer-Orange Magno kostet 7.021 Euro. Wer besonderen Wert auf Sitze legt, kann die AMG Performance-Sitze für 2.559 Euro und Sitzbezüge in Leder Nappa Mikrofaser Microcut Schwarz für 1.785 Euro bestellen. AMG-Zierelemente aus Aluminium sind für 3.057 Euro erhältlich und das Burmester Surround Sound System gibt es für 1.511 Euro. Serienmäßig rollt der GT 63 SE Performance auf 20 Zoll großen AMG-Leichtmetallrädern im 10-Speichen-Design. Diese sind aerodynamisch optimiert, in Tantalgrau lackiert und glanzgedreht. Die Reifen haben vorne die Dimension 235 auf 520 Zoll auf 10,5 Jordet bei 20 und hinten 305/35 auf 20 Zoll auf 11,0 Jordet bei 20. Die Cockpit-Gestaltung ist auf die Fahrerin oder den Fahrer fokussiert mit einem Hochformat-Display in der Mittelkonsole. Das EmboX Multimedia-System enthält zahlreiche AMG- und hybridspezifische Anzeigen und Funktionen. So könnt ihr den Leistungsfluss des Antriebssystems visualisieren oder Informationen zu Drehzahl, Leistung, Drehmoment und Temperatur der Elektromaschine abrufen. Unter der Haube steckt beeindruckende Technik. Der Antrieb kombiniert den AMG 4,0 Liter V8 Biturbomotor an der Vorderachse mit einer Electric Drive Unit an der Hinterachse. Diese Einheit integriert einen 150 kW, 204 PS starken, permanent erregten Synchron-Elektromotor mit einem elektrisch geschalteten Zweiganggetriebe und einem mechanischen Hinterachssperrdifferential. Die leichte Batterie ist über der Hinterachse platziert und ermöglicht dem Elektromotor, seine Kraft direkt in Vortrieb umzusetzen. Das sorgt für einen Extra-Boost beim Anfahren, Beschleunigen oder Überholen. Sollte an der Hinterachse Schlupf auftreten, überträgt sich die Antriebskraft des Elektromotors bedarfsgerecht auch auf die Vorderräder. Der vollvariable Allradantrieb AMG Performance 4MATIC Plus ermöglicht dies durch eine mechanische Verbindung mittels Kardanwelle und Antriebswellen zu den Vorderrädern. Die Positionierung des Elektromotors an der Hinterachse verbessert zudem die Gewichts- und Achslastverteilung, was das Handling deutlich optimiert. Die Entwicklung der Lithium-Ionen-Batterie ist von Technologien inspiriert, die sich in den Formel-1-Rennwagen des Mercedes-AMG Petronas F1-Teams bewährt haben. Die AMG High-Performance-Batterie bietet hohe, häufig hintereinander abrufbare Leistung, schnelle Energieaufnahme und eine hohe Leistungsdichte. Sie hat eine Kapazität von 6,1 Kilowattstunden, 70 Kilowatt Dauerleistung und 150 Kilowatt Spitzenleistung. Geladen wird die Batterie über das installierte 3,7 Kilowatt Onboard-Ladegerät mit Wechselstrom an Ladestation, Wallbox oder Haushaltssteckdose. Sie ist auf schnelle Leistungsabgabe und Aufnahme ausgelegt und ermöglicht bis zu 13 Kilometer rein elektrische Fahrt. Die 8 AMG Dynamic Select Fahrprogramme Electric, Battery Hold, Comfort, Glätte, Sport, Sport Plus, Race und Individual sind exakt auf die neue Antriebstechnologie abgestimmt.
Sie passen wichtige Parameter wie das Ansprechverhalten von Antrieb und Getriebe, die Lenkungskennlinie, die Fahrwerksdämpfung und den Klang an. Die Programme lassen sich über die AMG-Taste, das Zentraldisplay in der Mittelkonsole oder die Lenkradtasten bequem anwählen. Gewöhnlich startet der Performance Hybrid lautlos im Fahrprogramm Comfort, wobei der Elektromotor aktiviert wird. Im Kombi-Instrument zeigt das Icon Ready die Fahrbereitschaft an. Zusätzlich wird ein kraftvoller Klang als akustische Rückmeldung über die Fahrzeuglautsprecher in den Innenraum übertragen. Interessanterweise gibt Mercedes-AMG keine genauen Angaben zum Gesamtgewicht des Wagens. Beim gleich motorisierten SL sind es etwa 2200 Kilogramm, was auf ein ähnliches Gewicht beim GT 63 SE Performance schließen lässt. Vier unterschiedlich starke Rekuperationsleistungen können über die rechte AMG-Lenkradtaste gewählt werden. Das gilt für alle Fahrprogramme, außer Glätte. In der höchsten Stufe ist sogar das sogenannte One-Pedal-Fahren möglich, bei dem mehr als 100 Kilowatt Leistung in die Batterie zurückgespeist werden. Im Unterboden vor dem Motor befindet sich ein aktives Aerodynamikelement, das beim AMG GT Top-Modell serienmäßig integriert ist. Es reagiert auf die Fahrprogramme und fährt ab einer Geschwindigkeit von 80 Stundenkilometern automatisch etwa 40 mm nach unten aus. So entsteht der Venturi-Effekt, der das Fahrzeug zusätzlich an die Fahrbahn saugt und den Auftrieb an der Vorderachse minimiert. Eine weitere aktive Komponente ist der nahtlos in den Heckdeckel integrierte, ausfahrbare Heckspoiler. Dieser verändert je nach Fahrzustand seine Stellung und nimmt ab 80 Stundenkilometern 5 verschiedene Winkelstellungen ein, um entweder die Fahrstabilität zu verbessern oder den Luftwiderstand zu verringern. Das AMG Active Ride Control Fahrwerk mit semi-aktiver Wankstabilisierung gehört ebenfalls zur Serienausstattung. Die adaptiv verstellbaren Stoßdämpfer in Zug- und Druckstufe arbeiten mit semi-aktiven, hydraulisch verschalteten Elementen. Diese ersetzen die herkömmlichen Drehstabquerstabilisatoren und reduzieren effektiv die Wankbewegungen des Fahrzeugaufbaus. Die hydraulische Verschaltung der Dämpferkammern an allen vier Rädern erfolgt über Leitungen und Stellventile innerhalb der adaptiven Dämpfer. Der AMG GT 63 SE Performance verfügt auch serienmäßig über eine aktive Hinterachslenkung. Abhängig von der Geschwindigkeit lenken die Hinterräder entweder entgegengesetzt zu den Vorderrädern bis 100 Stundenkilometer oder in die gleiche Richtung ab 100 Stundenkilometern, was die Agilität bei niedrigen Geschwindigkeiten und die Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten erheblich verbessert. Wenn euch die Fakten zum Mercedes-AMG GT 63 SE Performance einige eurer Fragen beantwortet haben, lasst doch gerne ein Abo da.